Hallo Leute! Ja, in diesem Tutorial werde ich zeigen, wie man animiert in GIMP. Und dazu machen wir uns erstmal ein neues Bild. Mit der Breite 1920 mal 1080. 80, so. Also Full HD nehme ich hier mal. Unter Advanced Options stellen wir ein Fill with Transparency. Und wir klicken auf OK und wir haben hoffentlich Full HD. Jetzt machen wir hier erstmal einen neuen Layer und den füllen wir mit Weiß für den Hintergrund. Und auf diesen Layer, welcher Background heißt, was natürlich nicht ganz richtig ist, deswegen können wir hier den Namen mal kurz ändern. Animation Frame 1. Hier drauf zeichnen wir jetzt erstmal die initiale Animation, welche wir animieren wollen. Und ich mache das im Zeitraffer, weil ich das nicht so schnell kann und damit das Video nicht langweilig wird. Also bis gleich. So, liebe Leute, so sieht das Bild bis jetzt aus. Ja, an alle Hater, ich kann nicht wirklich gut zeichnen, aber das könnt ihr dann ja bestimmt besser machen als ich. Okay, also was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ein Layer mit der Zeichnung. Das ist dieser hier. Und ein Layer habe ich gemacht mit den Teilen, die ich verändern möchte. Das sind die hier. Also die Pupillen, der Mund, die Hände und die Strahlung vom Monitor hier. Und jetzt mache ich quasi ein Layer, wo ich diese Teile, die ich verändern möchte, alle ein bisschen verändere. Und ja, das mache ich jetzt. So, dafür dupliziere ich mal den Layer, den ich verändern möchte, also die Augen und so weiter. Und ich zeige mir beide an und diesen Layer Nummer 2 stelle ich jetzt mal auf Opacity 30 oder 20 oder so.
Und dann wähle ich Layer 3 an, klicke auf das Move-Tool, bin ich schon, Move the Active Layer und dann wähle ich den Layer mal aus und verschiebe ihn ein bisschen. Jetzt sehen wir schon, wie sich das verändert hat. Also beispielsweise, wenn man sich hier die Augen betrachtet, das drunter ist quasi der Layer 3 hier, nee, der Layer 2 mit der Opacity und Layer 3 ist da drüber. Und so hat man sozusagen einen Bezugspunkt, dass man weiß, wie man die Augen beispielsweise verändern muss. Und das mache ich jetzt mal. Also ich wähle beispielsweise für die Augen hier das Select-Tool aus. Gehe über die Augen, dann klicke ich oder drücke ich Steuerung X, um die Augen auszuschneiden. Steuerung V fügt sie in eine neue Ebene ein. Floating Selection haben wir hier, die können wir jetzt zur neuen Ebene machen. Dann haben wir hier nur die Augen extrahiert, welche wir mit dem Move-Tool beispielsweise etwas nach links verschieben können, sodass es aussieht, als ob das kleine Männchen am PC was lesen würde. Okay, so viel zum ersten Schritt. Den Rest mache ich jetzt mal im Zeitraffer. Bis gleich. So viel dazu. Also, wie ihr gesehen habt, habe ich hier mit dem Move-Tool oder mit dem Scale-Tool oder mit dem Radiergummi hier nur so ein paar kleine Details weggemacht. Und wenn man sich jetzt mal den ursprünglichen Layer anschaut, das war der mit Opacity 30. Der hier, ich mache ihn jetzt mal wieder sichtbar. Und den anderen sieht man schon, dass wir da eine gewisse Veränderung drin haben in den Gelenkstellungen und. So, und das machen wir jetzt weiter, bis wir, naja, so 4, 5 Frames haben, je nachdem, was wir animieren möchten. Also, bis gleich. So, also meine Layer sind soweit fertig. Also wir haben hier 4 Animationslayer, welche man hier sieht. Oh, bei dem einen habe ich die Opacity nun nicht hochgeschraubt, also alle Opacities auf 100 und diesen ursprünglichen Layer, wo das Bild drauf ist. Diesen müssen wir jetzt so oft duplizieren, wie wir Animationslayer haben.
denn wir brauchen für jeden Layer ein komplettes Frame. Also so, wir haben vier Bildlayer und vier Animationslayer und diese können wir jetzt mischen. Und das machen wir so. So, ich hoffe, jetzt habe ich alle. Ich werde das einmal kurz gucken. Also, hier haben wir einen Animationslayer und einen Bildlayer. Die können wir jetzt mergen mit Merge Down. So, jetzt haben wir hier ein komplettes Frame in der Animation. Genauso haben wir das hier. Merge Down, ein Frame. Hier hoffentlich auch. Jawohl. Merge Down. Und hier dann der letzte Merge Down. Okay. Und wenn wir die alle sichtbar machen, haben wir vier komplette Bilder. Okay. Den Hintergrundlayer löschen wir mal. Delete. Und jetzt können wir uns die Animation auch schon exportieren. So, ich habe noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar dürfen wir die einzelnen Frames nicht mit einem transparenten Hintergrund haben, sondern wir brauchen da wirklich eine Farbe. Und deswegen fügen wir einfach einen weißen Hintergrund ein. Wir machen Rechtsklick, New Layer, Background Color, die ist auf weiß, sieht man hier oben. Und dann duplizieren wir den Layer dreimal. Ordnen die wieder unter den eigentlichen Bildern an. Und jetzt fügen wir diese Bilder wieder zusammen. Mit Merge Down. So. Jetzt sieht man, wir haben jetzt vier schöne Bilder und daraus erstellen wir jetzt ein GIF. Und dazu klicken wir auf File, Export as. Ich habe es jetzt mal GIMP 7.GIF genannt. Den Typ könnt ihr hier in diesem Dropdown-Menü auch auswählen. Export. Und jetzt sehen wir hier ein Optionenmenü. Und hier wählen wir As Animation, Loop Forever. Also man kann es für immer abspielen oder nur eine Schleife in der Animation. Und hier wählen wir das Delay zwischen den einzelnen Frames, also zwischen den einzelnen Layer. Das beschreibt dann auch die Geschwindigkeit der letztendlichen Animation. Und hier bei Frame Disposal wählen wir aus One Frame per Layer, Replace. Und diese beiden Checkboxen wählen wir auch aus. Use Delay Entered Above for All Frames. Also, dass er das für alle Frames macht. Und Use Disposal Entered Above for All Frames. Okay, hier können wir noch einen Kommentar angeben. Ich lasse es jetzt allerdings mal so und klicke auf Exportieren. So. Und da sehen wir es auch schon. Ich klicke auf Open With. Ich nehme jetzt mal den Ristretto Image Viewer. Es geht nicht mit allen Image Viewern. Also manche haben da Bugs. Es müsste eigentlich auch mit einem Webbrowser, also mit Firefox oder so gehen. Ich nehme jetzt einfach mal den hier, weil ich weiß, dass es hiermit klappt. Ihr könnt ja mal ein bisschen rumprobieren. Und tada, man sieht unsere schöne Animation, die wir erstellt haben. Die können wir jetzt noch ein bisschen tweaken. Und zwar gehen wir dazu auf Filters, Animation, Blend. Und hier können wir quasi Frames zwischen den einzelnen Unterframes einfügen.
Also hier Intermediate Frames, das legt die Anzahl der Frames fest, die wir einfügen wollen. Und looped. Okay. Jetzt sehen wir hier verschiedene Frames, auch mit transparent, also mit so einem Motion Blur, kann man sagen. Und das können wir jetzt nochmal exportieren. Ja, ich nehme jetzt mal die gleiche Datei. Export, Replace. Und ich glaube, hier wähle ich jetzt mal eine kürzere Zeit, also 50, weil wir haben ja auch viel mehr Frames. Oder sogar nur 30. Ich wähle mal 30. Exportieren. Das dauert jetzt auch eine Weile. Okay, fertig. Und ich öffne die Datei wieder mal. Und das sieht jetzt irgendwie schon ziemlich witzig aus. So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.